gefragt. Die haben so Dino-Schuhe und so Batman-Schuhe. Nicht so mein Stil, aber okay. Okay. Zeigst du sie einmal? Nö, werde ich nicht. Schwanger aussehen, wenn sie ihren Bauch rausstrecken? Ja, tatsächlich habe ich gestern so ein Video gemacht. Schaut ein bisschen aus. Aber es ist halt, kommt drauf an, weil in der Früh, wenn ich noch nichts gegessen habe, ist er nur eigentlich relativ flach. Wenn ich aber dann was gegessen habe, dann ist er ziemlich schnell aufgebläht, muss ich sagen. Aber ist auch ganz normal. Also aufgebläht, was ist aufgebläht? Ich habe halt einfach was gegessen. Ist aber jetzt nichts Schlimmes. Wo wir hinfahren? Entweder Kroatien, Italien, vielleicht Griechenland. Hast du es wirklich so? Nein, das sind nur die Internetnamen. Ja, ich habe gestillt, aber nicht. Lange. Was gibt's? Gibt's? Die Stadt fahren auf einen Frozen Joghurt, aber der Theo hasst Autofahren. Oh je, gibt's die Möglichkeit, dass wir sie in der Stadt treffen? Ja, könnte man machen. Aber du musst mir halt nur sagen, wann und wo, weil damit ich schauen kann, wie das ausschaut mit den Verbindungen. Liebe Nathalie. Ich kann dir leider nicht beantworten, ob es ein oder zwei Eier sind. Dankeschön, coole Namen aus der Zeichnerserie basteln, die auch sehr gerne im Garten. Warten wir mal auf, vielleicht. Wo bist du daheim? Oh, Österreich, schmeckt ja, das ist gut. Aber wenn ich die Mama mache, dann muss das schmecken. Meine Kinder werden 5. Hallöchen, mir geht's eigentlich ganz okay. Warum nicht zeigen? Weil auch Kinder Privatsphäre verdient haben. Circa 3 Wochen geht's einfach schon los, dann bin ich ja Mama. Hö, voll schön. Voll schön. Dann wünsche ich dir schon mal alles Liebe, liebe Nana. Oh nein, Diana. Diana hast du. Okay. Hallöchen. Oberösterreich. Paul, alles gut bei dir? Lachen deine Drillinge? Meine Drillinge. Bitte was? Was? Drillinge? Oh, sorry. Na, Drillinge warten wir doch nicht. Zwillinge, meinst du eher? Ja, würde ich auch behaupten. Haarfarbe ist sehr schön. Oh, danke schön, das ist lieb von dir. Ich heiße Vanessa, by the way. Die zwei sind im Kindergarten. Wann Gang hat's? Ja, es ist halt einfach ein bisschen blöd, weil ich glaube, um 15 Uhr irgendwann, also 15.15 Uhr oder sowas, fährt nämlich erst der Bus. Eine sehr strenge Mama. Ich kann auch sehr streng sein, ja. Kann aber auch ganz lieb sein. Danke, ja genau, Diana. Okay, sehr gut. Dann wie gesagt, alles Liebe. Ist der Autoführerschein nicht so leicht? Ich weiß nicht. Ich habe ja noch immer nicht. Aber anscheinend soll es immer schwieriger werden, ja. Ja, Paul, was denn? So mit Kindern ist es nicht immer so einfach. Wir wohnen in Südtirol, also sind wir nicht so weit entfernt. Südtirol, nicht so weit entfernt? Naja, fast doch ein Stickerl. Nein, ich mach keine Roomtour. Hallöchen. Ja. Ich mache ihn gerade und ja, okay, puff. Dann wünsche ich dir viel Kraft. Ist echt gleich heutzutage. Es war schon definitiv einmal einfacher. Vor allem teuer. Ja, das stimmt. Ich bin 24. Mit den Kindern. Ja, aber Paul, wie gesagt, was der, ich muss dir wirklich gesagt sagen, es tut mir wirklich leid für dich, aber wenn, dann triff ich mich mit meinen Freundinnen, mit meinen Mama-Freundinnen oder sowas, weißt du? Meine Kinder werden 5. Ja, ich komme aus Österreich. Familienbett, jeder wie er möchte. Für mich war es nichts. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Geht mir nichts auch. Sitzt schon wieder. So, jetzt wird es dann wieder 11:30. Mich freut mich gerade nicht machen, aber ich muss dann machen. Bin kurz beim Überlegen.
Eine Wohnung haben wir, eine Wohnung. 5 schon. Ja, voll. Als ich im Live war, sind die doch erst 3 gewesen. Geh, hör auf. Ja, die Zeit vergeht einfach viel schnell. Alles immer kommt mit den 2 Engeln. Oh, liebe Vanessa, das ist ganz lieb und ich mag den Namen. Ich habe mal einen Dialekt, ich komme aus Niederbayern. Ja, aus Oberösterreich komme ich. Hallöchen, liebe Bella. Gibt es heute Leckeres heute zu essen? Bei mir gibt es heute Nudeln mit Garnelen. Oh, ich freue mich so. Ja, ich bin noch mit dem Papa zusammen für die Kinder. Nächstes Jahr in die Schule. Wenn dann Vorschule. Picknickdecke und bei euch. Eis essen. Ja, wenn es für die kein Umstand ist. Also Nathalie, wie gesagt, wir können uns auch gern in der Stadt treffen. Das ist kein Problem. Nur bei mir dauert es halt dann länger. Wie du möchtest, wie du möchtest. Nur einen Schatten für den Tee. Ja, Schatten haben wir eh genug. Alles gut. Die Kleinen hassen Phineas und Ferb. Scampi Pfanne. Liebe Garnelen. Ja, ich liebe auch Garnelen, aber die sind so scheiß teuer. Ich darf es am liebsten jeden Tag essen. Aber sie sind so teuer. Aber heute habe ich es mir richtig gegönnt. Ich habe mir gedacht, ah, heute gönne ich es mir. Welchen Dialekt hast du? Österreich. Ja. Was gibt's bei euch zum Essen, liebe Leute? Verzögert. Hallöchen. Ja, die Kinder essen auch Garnelen. Die essen das auch. Ja, so denke ich auch. Ja, aber ja. Ist so. Metro öfters im Angebot. Ist das nicht die große, wo eigentlich die größeren, also die Gewerbeleute einkaufen gingen? Guess who's back? Chada is back. Back again. Sehr gut, Chada. Jungs-Hobby. Hallöchen. Schnitzel mit Pommes. Mm, sehr gut. Also Pommes. Schnitzel, wenn dann nur von der Butter. Mit Garnelen gibt es halt. Oh. Geil, geil, geil. Mit Sahne und so. Oh, geil, geil. Ja, ich mach das Ganze mit Creme Fraiche. Ich mach das Ganze mit Creme Fraiche. Ah, meine Kinder werden 5. Seit heute Urlaub. Gönn es dir. Wie lange hast du Urlaub? Essenswochenpläne. Na. Ich hab's einmal gemacht, aber jetzt habe ich wieder damit aufgehört. Alleinerziehend? Nö. Ja, wir fahren dieses Jahr in Urlaub. Wo genau, wissen wir nicht, aber Griechenland, so, jetzt Griechenland, Italien und Kroatien. So, jetzt haben wir es. Sind halt mal auf der Liste. Ich habe gestern meinen Freund wegen Griechenland gefragt, aber weiß ich nicht, so begeistert hat man jetzt nicht gehört, aber wir können ja trotzdem nachschauen, wie viel uns das kosten würde. Aber ja. Schauen wir mal. Gulasch. Gulasch ist auch gut. Hast, glaube ich, schon vor einiges schon, gell? Kann das sein? Phineas und Ferb hassen meine Zwillinge. Bis Sonntag mal. Okay, genieße es. Grüße aus Tirol. Grüße zurück. Ich habe auch Zwillinge. Wie alt sind deine Zwillinge, liebe Melina, wenn ich fragen darf? Meine Kinder sind fast 3 und 6 Monate, also 3 Jahre und 6 Monate. Ja, sehr schön. Hallöchen, liebe Tanja. Kroatien, ja. Urlaub habe ich noch nicht gemacht, aber es wird anscheinend viel schön sein. Griechenland, bitte nimm mich mit nach Griechenland. Ja, gern. Ja, wie gesagt, wir müssen sie mal anschauen, wie die Preise und sowas dort sind. Immer so schlimm, am Sonntag einen Plan zu machen. Für die ganze Woche, da kommt immer dasselbe. Ja, voll, es ist wirklich so. Wenn wir heiraten wollen, ach, das hat noch Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit. Die Kinder sind im Kindergarten. Wäre mein Favorit. Ja, voll. Ich darf auch gerne nach Griechenland. Zu spät auf jeden Fall nicht. Nur teuer kann es jetzt auf jeden Fall werden. Auf jeden Fall. Aber das sind wir dann selber schön. Jung aussehen mit 24. Ja, ich bin eh froh. Hin und wieder. Hin und wieder bin ich froh. 7 Monate. Oh, lieb. Und? Wie ist so für die das Zwillingsmama-Leben, liebe Melina? Ich mache immer Zitronenschale in kochendes Wasser. Zitronenschale, wirklich? Oh, okay. Müsste ich mal merken, aber ich habe gerade keine Zitronenschale da. Österreich in den Urlaub zu meiner Tante. Ja, sehr schön. Wo ist der Tante? Zu Hause, wenn ich fragen darf. Phineas und Ferb passen. Die Namen sind geil. Ja, das sind die besten Internetnamen, die es gibt.
zusammengesetzt wegen Urlaub. Ja, er ist ja gestern wieder so spät heimgekommen. Und er hat nur gesagt, wann er jetzt Urlaub genommen hat, aber weißt. Nein, es ist nur Spaß. Also eigentlich sind es nur die Internetnamen. Grete ist wunderschön. Ja, das glaube ich. Na, aus Oberösterreich bin ich, aber glaubst du, ist das anstrengend mit den Twins fliegen? Na, ich glaube nicht so. Sie sind ja beim Autofahren auch immer voll brav. Also, ich glaube jetzt nicht. Kann sein, dass es einmal ungewohnt ist wegen am Start, wegen am Druck und alles, aber ich glaube, dann nach der Zeit geht es sicher. Ich arbeite im Einzelhandel. Yes. Schon manchmal sehr anstrengend, aber ist alles machbar. Voll, genau, liebe Melina, ist alles machbar. Man lebt sie ja irgendwie rein. Deine Zwillinge werden auch 5 waren, wenn ich fragen darf, liebe Jessie. Ja, sie haben ein gemeinsames Zimmer.